Es gab diese Zeiten, da haben wir uns mühsam erstritten. Wir wussten nicht weiter und haben gelitten. Es wäre einfach gewesen, schnellstens zu gehen. Ein kalter Abschied, ein Nimmerwiedersehen. Ja, es gab die Momente, die wir beide verfluchen, wo wir nichts anderes als Abwechslung suchten. Zu müde, auch nur ein Wort zu verlieren, zu kalt, um die Wärme des anderen zu erspüren. Gab es die Zeiten der heimlichen Süchte? Wir naschen uns schamlos durch affärische Früchte. Wir konnten uns zeitweise nicht mehr ertragen und hätten uns auch so nichts mehr zu sagen. Dann gab es Momente, wo wir uns nicht mehr beschenkten. Wir wählten die Bosheit, um Rachsucht zu lenken. Ständig beschäftigt, um nichts mehr zu spüren, aus tausenden Gründen, um uns nicht zu irren. Irgendwie haben wir es geschafft, uns jedes Mal zu verbinden. Mal warst es du, mal war es ich, den Stolz zu überwinden. Was daraus wurde und wie es nun um uns steht, zeigt das Leben in Dankbarkeit, weil es für uns weitergeht. Wenn wir abends den Wein genießen, sich unsere Hände zusammenschließen, dann zögern wir nicht, unseren Stolz zu bewahren, dass wir noch vereint sind aus schwierigen Jahren. Jetzt kann sich der Abend des Lebens gestalten, was immer auch kommt, wird uns zusammenhalten. Wir kennen den Auf- und den Abstieg zugleich, und aus diesem Wissen nennt Liebe sich reich. Wir kennen den Auf- und den Abstieg zugleich, und aus diesem Wissen nennt Liebe sich reich.